selber habe große Freude am großen Gewicht und eben an dieser wunderschönen Maschine da. Auch nach 60 Jahren ist es immer noch eine zeitlose, elegante, schöne Lokomotive. Die Bobo ist die Lokomotive der Schweiz. Es ist eine Universalmaschine, jeder kennt sie. Dienstbeginn für Lokführer Stefan Landenberger im Depot F in Zürich. Seit 19 Jahren ist er Lokführer und heute für die Fahrt mit seiner Lieblingslokomotive eingeteilt. Es handelt sich um eine RE442. Die heute als RE420 bezeichnete Lok könnte fast schon in einem Museum stehen. Die ersten Lokomotiven dieser Bauart wurden 1964 aufs Gleis gestellt. Die größte jemals von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB beschaffte Lokomotivserie. Ich habe jetzt hier da die Bobo in Betrieb genommen, alles aufgerüstet, alles geprüft. Wir gehen jetzt mit der Lok an den Zug und fahren dann mit einem Schnellzug nach Chur. Bobo bedeutet in der Fachsprache, dass die Lok zwei einzeln angetriebene Achsen pro Drehgestell hat. Daher der Spitzname. Erklärt uns Lokführer Landenberger. In der Schweiz waren bis in die Nachkriegszeit Altbau-E-Loks unterwegs. Diese genügten den Anforderungen eines modernen Schienenverkehrs nicht mehr. Das Schweizer Kreuz an der Front als Sinnbild des schweizerischen Lokomotivbaus. 6300 PS beschleunigen die Bobo auf 140 km/h. Die Lok wird schnell zum Liebling der Lokführer. Die Bedienung der Lokomotive wurde natürlich einfacher und vor allem auch körperlich weniger anstrengend. Man kann das mit einer Hand locker machen. Vorher musste man mit dem Handrad muss man da die Stufen schalten. Und das war natürlich schon eine Verbesserung und eben in der Leistung absolut kein Problem mehr, sei es in Beschleunigung, sei es auch für schwere Reisezüge. Um Fahrzeiten einzuhalten. Das war sicher ein riesen Quantensprung zur damaligen Zeit. Dazu zählten auch die großen Fenster und ihr ruhiger Gleislauf. Sie konnte Züge der Zugreihe R ziehen. In Deutschland versteht man darunter die Zugart. Das R steht in der Schweiz für rapid, also schnell. Mit der Bobo waren auch schnellere Kurvenfahrten möglich. Vor 60 Jahren führte die Einführung der Lok in der Schweiz zu einer erheblichen Beschleunigung des Schienenverkehrs. Heute ist die Lok wegen ihrer Originalität beliebt. Es sind einfach wunderbare Universallokomotiven, gut in der Bedienung und trotzdem ist es noch Handwerk im Sinne, ich muss alles selber machen, es hat keine Geschwindigkeitssteuerung, es ist richtiges Handwerk, ich kann selber fahren, bremsen, wie ich das gelernt habe, ohne bevormundende Systeme. Also ich bin noch richtig Lokomotivführer auf dieser Lok und es ist eine angenehme, super Lokomotive. Hier bestimmt noch der Lokführer. Am Walensee verlassen wir den Schnellzug nach Chur. Wir begleiten nun einen Güterzug auf der Gotthard-Bergstrecke. Er ist mit Kies beladen.
26 Promille Steigung. Da kommt die Bobo bei diesem Zug an ihre Grenzen. Der Zug, der hat 1279 Tonnen. Und da kann man natürlich mit dieser RE44 nicht über den Gotthard fahren. Das ist dort viel zu steil oder der Zug zu schwer. Deshalb haben wir zwei Loks. Und zwar hinten noch der große Bruder von der RE44, die RE66. Und so zusammen können wir diesen Zug dann über den Gotthard fahren. Wohl der berühmteste Abschnitt bei Wassen. Normalerweise fahren hier heute nur noch wenige Güterzüge. Der Güterverkehr rollt hauptsächlich unten durch den 2016 eröffneten Gotthard-Basistunnel. Aber unser Kieszug darf da nicht durchfahren. Er ist oben offen. Durch den hohen Druck im Tunnel gibt es starke Verwirbelungen, wodurch Kies zur Verunreinigung des Tunnels führen würde. Göschenen auf 1102 Meter Höhe. Einfahrt in den 1882 erbauten Gotthard-Scheiteltunnel. Zügig geht es durch den 15 Kilometer langen Tunnel. Verwirbelungen wie im 57 Kilometer langen Basistunnel gibt es hier nicht. Der Kieszug darf daher durchfahren. Und schon bald erreichen wir das Tessin auf der Alpen-Südseite. Ausfahrt in Airolo. Die hintere RE66 wurde übrigens extra für die alte Gotthard-Strecke entwickelt. Ortswechsel. Nahe der deutschen Grenze in Reckingen am Rhein steht dieses stählerne Kuriosum. 11173 ist bereits eine Museumslok. Und das, obwohl in der Schweiz noch viele Bobos im Regelbetrieb unterwegs sind. Die Schmucke-Lok gehört dem Verein Depot und Schienenfahrzeuge Koblenz. Es handelt sich um das Schweizer Koblenz zwischen Basel und Schaffhausen. Extra für unsere Filmaufnahmen fährt diese Bobo heute. Die Lok war einst bei SBB Cargo und gehörte auch zur strategischen Reserve der Schweiz. Das bedeutet, sie wurde vor Modernisierungen wie etwa dem Einbau einer Klimaanlage verschont. Das macht sie für Eisenbahnfreunde zu einem begehrenswerten Unikat. Die Lok ist ein Oldtimer und daher selten im Einsatz. Es ist speziell, wenn man mit dieser Bobo fährt, das natürlich aus meiner Sicht die schönste ist. Und ja, sie gehört dem Verein und das macht es ganz speziell. Ja. Die Eisenbahnfreunde haben sie in zweijähriger Arbeit wieder in ihren Ursprungszustand zurückversetzt und ihr auch wieder ihr ursprüngliches Farbkleid Tannengrün gegeben. Finanziert hat der Verein all das durch Spenden, Catering und Fahrgeldeinnahmen. Seit Dezember 2022 ist 11173 in diesem Traumzustand wieder fahrbereit. Sehr zur Freude von Jürg Balzahn, der sich ein Jahr davor einen Traum erfüllt und die Lokführerprüfung abgelegt hat. Es ist schlichtweg die Schweizer Lok. Jeder kennt sie, jeder mag sie, sie sieht schön aus. Es ist eigentlich die Lok. Ich genieße die Tage, die letzten Tage mit der Bobo. Und irgendwann kann man dann zurückschauen und sagen, schön war's.